Vor geraumer Zeit habe ich in meiner Urheimat Regensburg gelesen. Urheimat deswegen, weil im Jahre 1622 meine erste Vorfahrin Elisabeth Spichtingerin in der Stadtmatrikel in Regensburg auftaucht. Das war gerade die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und da wäre ich jetzt eigentlich schon mitten in Böhmen, weil der ist 1618 in Prag angezettelt worden. Man sagt, durch den berühmten Fenstersturz in Prag. Und im Jahre 1622 müssen viele Leute in Europa Flüchtlinge gewesen sein. Das kann man gar nicht anders sagen. Und da tauchte also die Urvorfahrin auf, also wenigstens die, die bekannt ist. Und die haben sich dann nach Norden im Lauf der Jahrhunderte angesiedelt, bis hinein ins Böhmische, bis nach Pilsen. Weiden ist übrigens meine Schulstadt. Da geht es also um ein junges Paar, das ich eigentlich mit biblischen Kategorien messen möchte. Und zwar mit dem hohen Lied der Liebe, das der Paulus aufschreibt. Und da steht drin im Hymnus, im ersten Hymnus, die Liebe ist langmütig, die Liebe vergeht niemals. Und sie erträgt alles, sie glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Das ist eine andere Liebe wie die überbordende Erotik heute im Internet oder sonst wo. Und von einem solchen Paar, das seine Liebe gelebt hat, möchte ich jetzt lesen. Der Felix Heroder gehörte zu den Häuslern in Breitbruck. Mein Buch heißt also Breitbrucker Rhapsodie. Er stammte aus einfachen Verhältnissen. Als junger Bursche kam er vor dem Krieg aus einem Nachbardorf und heiratete die Anna vom Schuster Harrer. Mitte August am Maria Himmelfahrtstag sahen sich die zwei jungen Leute zum ersten Mal bei einer Wallfahrt. Er kam dann jeden Samstagnachmittag ins Haus vom Harrer. Die Anna war ein stilles, anschmiegsames, aber recht lebenslustiges Mädchen und der Felix war von ihr hin und her gerissen. Seinen Eltern sagte er, dass er, wenn er schon heiraten müsste, nur die Anna wollte und keine andere. Die Heroder hatten einen Bauernhof, der den Eltern der Söhne bald gehören würde. Der Vater wollte übergeben und war froh, dass der Felix aus dem Haus war. Viel konnte er ihm nicht mitgeben und der Felix stellte keine Ansprüche. Hätte ihn der ältere Bruder Benedikt auszahlen müssen, wären ihm die Schulden über den Kopf gewachsen. So hatte der sich verpflichtet, dem Felix jedes Jahr ein Schwein zu schlachten. Und sollte der Felix Kinder haben, würde der Onkel den Taufbaden machen. Der Vater hatte ihm die Hochzeit ausgerichtet und da gab es nicht viel zu bezahlen. Das Hochzeitsessen hatte der Brunnerwirt gekocht, den Herrn Pfarrer hatten sie dazu eingeladen und den Lehrer, der schöne Hochzeitslieder gespielt hatte. Die Ehe der jungen Leute blieb kinderlos. Ein Kind hatte die Anna verloren und dann warteten die zwei vergeblich. Das war schwer für die Anna und den Felix. Aber sie nahmen es als ihr Geschick und haderten nicht. Die zwei jungen Leute lebten im Haus der Schwiegereltern. Die mischten sich nicht in die Angelegenheiten der Jungen. Felix lernte bei seinem Schwiegervater das Schuhmacherhandwerk. Wann ihr mal nimmer Kona machst, halt weiter Bur, sagte der Harrer. Der Felix hatte jedoch weit gestreute Interessen. Jedes Jahr wieder ging er mit seiner Anna auf die Marienwallfahrt. Dort kauften sie den Schwiegereltern eine Kleinigkeit und machten sich nach dem Mittagessen auf den Heimweg. In der kleinen Dorfstraße hatten einige Händler Buden aufgebaut und boten Würste und Käse, Süßigkeiten, Socken und Schirme, Handschuhe, Gürtel und Hosen und Röcke und Schuhe an. Jedes Jahr stand Felix vor einem Stand, an dem alte Bücher feilgeboten wurden. Da nahm er dann Buch um Buch in die Hände, während die Anna geduldig wartete und mit einigen Freundinnen Neuigkeiten austauschte. Sein Budget gab nicht viel her, aber ein, zwei Bücher nahm er nach jeder Wallfahrt mit heim. Hörmandl.
Der Metzger Hörmandl, ein großer, kräftiger Mann, kam aus der Welser Gegend im Österreichischen. Wie die Hebamme, die gerade bei seiner Frau am Kindbett wartete. Der Metzger Hörmandl war kein Pedant, aber bevor er die Filetstücke liebevoll auf das silberne Tablett am Verkaufstisch drapierte, befreite er es akribisch von den dicken Fettresten, von den Sehnen und Häuten. Seine Messer waren perfekt geschliffen. Er war ein Meister im Tranchieren. Scharfe Messer waren sein tägliches Werkzeug. Das Fleisch aus der Metzgerei Hörmandl war in Breitbruck und darüber hinaus begehrt. Das Fleisch vom Herrn Hörmandl macht nicht dick, sagte die Frau Nasser, wenn sie zweimal in der Woche ihr Filetsteck vom Rind abholte. Der Herr Augenarzt Nasser war ebenfalls ein passionierter Lammfleischesser und einer der wenigen, die nicht nur das Lammfleisch selber, sondern auch die koschere Behandlung des Fleisches durch den Metzgermeister Hörmandl sehr zu schätzen wussten. Da war auch nicht der kleinste Rest eines Knorpel oder einer Haut zu finden. Wenn er Lammkarree im Laden hatte, rief er die Frau Nasser extra an. Der Herr Hörmandl war großherzig und zärtlich zu seinen Kindern, der ideale Vater und Ehemann. Mir wär lieber, wann Sie draußen bleiben würden, Herr Hörmandl, nicht, dass Sie mir umfallen, wie das letzte Mal. Die Geburt seines zweiten Sohnes nämlich hatte er seinerzeit nicht verkraftet. Beinahe wäre er der gebärenden Mutter ins Bett gefallen. Vor einem Jahr hatte er den Schlachtraum erweitert. Bisher lag der im Kellerraum unterhalb des Ladens. Unhaltbare Zustände auf die Dauer, urteilte er, als er seinerzeit die Metzgerei vom alten Haberl übernahm. Die Hebamme, Frau Pichler, ebenfalls eine Österreicherin, jedoch aus Linz nach Breitbruck geheiratet, hat schon hunderte Kinder in die Welt gezogen. Sie stand vor dem Bett der Frau Hörmandl. Pressen, pressen, Frau Hörmandl, pressen, fest, fest, pressen. Die Frau Hörmandl presste und stöhnte und schrie, dass ihr Mann, der sich in der Küche am Tisch festhielt, zum Erbarmen war.